eine andere Frage. Ich bin hinter dir. Damit ich schneller weglaufen kann. Tja, so, ach, die sind da unten. Ich komme eh nicht hoch. Gibt's, glaube ich, gar keinen Weg. Da gibt es einen Weg runter, dann kannst du nicht mehr hoch. Aber wo sind die schon mal? Komm doch da bestimmt hoch. Na, scheinbar nicht. Du kommst runter und dann ist bleibt aber auch dann unten. Was sind das hier für ein Gang? Gar keiner. Ja, Fackeln halten ja auch nicht ewig. Wenn du eine Fackel gebaut hast, die geht dann irgendwann natürlich kaputt. Die ist dann auch. Ja, das kann man sich ja irgendwie ausrechnen. Ich möchte Glück von mir. For each completed raw science do I pay. Eine Frage, wenn da steht, wie heißt man soll Plant Fiber und so analysieren. Und wir haben das schon. Tja. Das ist, glaube ich, schwierig, oder? Ich kann die annehmen, aber. Also die schon automatisch completed geworden. It is nice to see a friendly if you have any extra. Quatsch plus. Very long time. 1000 R. Deutsch plus. Ich frage mich, ob du dann auch die Punkte weg hast, wenn ich was da mit denen was kaufe. It's good to see you again. Three Volt Quest. Kollegen da. Die Torch Plus ist dann auch eine. Okay, wir können eine Slime Mold Torch machen. Aha. Was nur für eine Short Time. Wie es aussieht. Ja, ich habe nur noch 800. Alles klar, das teilt man sich also auch. Wie soll man dann eigentlich? Achso, stimmt, es gibt ja drei Quests hier. Na gut. Geht das eigentlich hier wieder raus? Nee, das nicht. Das ist die Batterie. Da ging es nur zur Batterie, glaube ich. Also. Und da sind wir reingekommen. Ich glaube hier, oder? Ja. Ja. Das war schon richtig. Toll, es ist mitten in der Nacht. Das kannst du immer, glaube ich, unten links an dem Teil sehen. An dem. Da habe ich jetzt noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Na, Nighttime war das. Warte mal, lass mich mal. Ich habe jetzt auch keine Symbole mehr. Was ist das? Ist das ein fetter Pilz? Kann man den umnieten? Verwachsen eher die ganzen Pilze rum, die kleinen. Kann man nicht.
ist das hier eigentlich für eine Ecke? Ach, das ist das Wasser. Wollen wir mal hintergehen zu dem Clay? Da hinten war doch auch noch eine Tür. Wenn die schon auf ist? Ja, das weiß ich ja nicht. Deswegen ja meine Frage. Ob wir mal schauen wollen, ob die Tür auf ist. Ich glaube eher, dass das irgendwie später kommt. Hier ist noch ein Schlürfi. Voll verfehlt. Jetzt halt. Denkt daran, wir eine Nacht haben uns immer die Viecher wegrasiert, diese. In der Kolonie. Ja, eigentlich sind wir mit dem Spiel ja durch. Von daher ist es. Was ist das hier eigentlich? Fette Rot. Ach, Nektar. So neu. Tastes good. Hier gibt es auch Pollen. Okay, Pollen kann ich gar nicht aufheben. Doch. Ah, aber trotzdem neue. Inventar ist voll. Ah, toll. Natürlich. Don't even need to boil it. Ja, die roten Petal da. Auch Inventar ist nicht wirklich voll, weil ein Platz hätte ich eigentlich noch. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Wann nicht irgendwo die fetten Spinnen? Das ist ein Nagel in Ruhe. Ja, die waren da. Aber wie sind wir dann zu diesem... Meine Markierung von dem Ding ist 300 Meter weit rechts von uns. Ich sehe ihn nicht. Ja, aber ich. Spider up ahead. Ah, da hinten ist eine Spinne an der Holzwand. Ja, die ist 2 Meter neben mir. Gefühlt. 2 Meter. Ich glaube, die ist blind. Inventory full air. Jetzt red das Spiel denn. Ich habe da nur noch einen Platz. Ist ja gut. Man kann sagen, es ist noch ja gut buggy. Also. Da ist eine Spinne. Die hält da hinten im Eck ein Nickerchen. Und dann? Ah, aber ich bin gerade verwirrt. Ist doch auch nicht das erste Mal, oder? Was ist das hier? Das ist der Oak. Wir sind jetzt da. Meine Karte sagt mir, dass es von hier aus gesehen 3 Meter hier hinter ist, aber wie soll das gehen? Da ist doch alles mit den Spinnen voll. Zwar auf der anderen Seite von. Achso, aber auf der anderen Seite von der Holzwand. Wir müssen ja, da wahrscheinlich nochmal um die Eiche einmal um den Baum wieder rum. Ja, das wird sein. Jetzt natürlich, wir sind ja gerade auch um den Baum rum sozusagen, in dem wir über ihn drüber gelaufen sind. Ich hing schon wieder an so einem komischen Blättern hier fest. Yes, I can go inside this can. Ja, da ist aber nichts drin in der Can. Na, da kannst du dich wahrscheinlich drin einquartieren. Du bist wieder so rüber. Das war vielleicht kein guter Plan. Das hat sich nicht so gut angehört, ne? So. Gehen wir hier so runter. Auf das Blatt drauf oder auch voll verfehlen. Das ist natürlich auch eine Option. Ich habe das aber beinahe auch geschafft. Den einzigen Marker, den ich hier sehe, ist das Trinken. Ja, da gibt es aber gerade nichts. Das ist gerade empty. Ja, schauen wir mal. Ich will eigentlich jetzt nur noch wissen, ob die Tür auf ist, was ich nicht glaube, aber... Ich denke, was ist ein anderer... Ich habe Zecken am Arsch, glaube ich. Na, nicht du.
Nicht ich, dann du. Lob. Gibt's hier frisches Zickenfilet? Es muss doch mal irgendwann gut sein mit euch hier. Okay. Na, hier. Noch 260 Meter. Also Zentimeter. Nützt nicht schon wieder. Du gehst mir jetzt echt auf den Keks, du. Scheiß Zeckenviehzeug. Auch noch anspringen hier. Kommen wir denn da hin? Ja. Siehst du jetzt eigentlich schon die Markierung? Nee, oder? Ich sehe gar keine. Okay, das wäre Stinkekäfer. Gib mal ein Dings. Dieser Stinkekäfer, das ist noch eine Forschungshütte. Ja, links ist Stinkkäfer, aber von einer Forschungshütte. Achso, ja. Ja, mit sich forschen, aber egal. Warte mal, hier liegt ein Band. Mhm. Ominent Lock. Mhm. Few Details. Wendel, bla, bla. Ah. Das mit dem Zählen üben aber nochmal. Das waren okay, zwei Stinkekäfer. Einen habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ja den Gifteffekt drauf, ob ich gar nicht vergiftet bin. Ja, hat doch auch was Gutes für sich. Wo bist du denn überhaupt? Warum bist du noch da hinten? Weil ich jetzt doch nicht weiß, wo ich hin will. Lauf mir doch einfach nach. Nee. Doch, folge mir. Es wird dein Untergang sein. Ja, damit rechne ich auch. Wir müssen doch jetzt auch nur darüber. Mhm. Und hier war ja eh nichts. Ich weiß nur nicht mehr genau, auf welcher Höhe das war, wo die Tür war. Ich habe mir einfach hier nur die, ja, grob die Markierung gesetzt für... Die ist rechts an der Ecke. Dann gehen wir rechts an die Ecke. Da oben schon ein Wassertropfen rum. Dann werden wir gefressen. Ja, dann werden wir halt gefressen. Das Spiel ist doch sowieso gelaufen. Ja, gut, wenn du die Story denkst halt, aber so crafting-technisch... Ja, da gibt es noch ein paar Dinge zu erledigen, das ist richtig. Ja, doch mal kannst du raten. Ich denke mal, dass die Türen erst bei anderen Quests, ach, sorry, Abschnitten auf. Ach, da hinten ist die. Ich bin hier schon wieder ganz woanders gelaufen. Natürlich bin ich falsch. Was ist das hier? Ich nehme es mal mit. Warum ist denn nix? Ob ich so, aber ich vergiftet bin, bringt ist das jetzt nicht gut für die Sicht. Diese Ecke hier ist gar nichts. Also ist einfach nur liegen Steine rum, Pebbles, aber das warst du schon. Es können ja natürlich Abschnitte vom Spiel auch noch fertig, nicht fertig sein hier, ne? Also das Gartenende hier sieht ein bisschen unfertig aus. Ich gehe mal stark davon aus, dass da noch einiges fehlt. Weil das hier hinten, das sieht mir... Was ist das da oben? Was?
Was war's da oben? Was da? Keine Ahnung, ist da auch noch. Sieht auch so aus wie eine Maschine aus, wie es aussieht und ein Labor am Baum. Das exakt meine ich. Das sieht ja auch alles wie so ein Ort aus. Ich bin jetzt echt zu blöd, das Vieh zu treffen, ne? Dann lass ich's halt. Ich hab's getroffen. Auch nur zweiten Versuch, also. Ich glaube eher, dass das die Tür da hochführt zum Baum, weil die Tür in die Richtung geht. Aber ist halt auch noch lockert, ist ja klar, die ist halt auch nicht hochgegangen. Ich denke mal, dass die alle hochgehen. Lock, lock, lock. Schalter gibt's ja keine mehr. Ich würde sagen, Gott, voll in den Gefallen. Bär es ab. Hä? Bär es ab, die ist im Wasser drin. Ich schieße sie nicht mal. Ach, da ist sie. Muss immer noch weiter drauf schlagen, wie es aussieht. Das geht nicht unter Wasser, glaube ich. Requires a Chopping Tool, ja gut. Hallo? Na. Jetzt nicht wirklich, oder? Nee. Aber Axt ist ein Chopping-Tool. Einfach weiter schieben kann ich das Vieh auch nicht, oder? Vielleicht muss es einfach aus dem Wasser raus. Toll, wo hast du das jetzt hingeschossen? Ich gar nicht so. Und natürlich, jetzt liegt es auch hier. Mhm, da will ich das ganz woanders. Ich sollte vielleicht auftauchen. Wo ist denn jetzt? Da ist es jetzt. Dann ist die Bäre nicht wirklich synchron. Der Mini-Platz, den man hat. Es bleibt doch mal oben. Wo ist jetzt die Bäre schon wieder? Da ist sie. Och. Worse than my mom's Brussels sprouts. Was hat der denn die ganze Zeit gegen die... gegen den Rosenkohl von seinen Eltern. Ich auch nicht. Nein, verdammt. Jetzt hätte ich die Berry fast aus dem Wasser gehabt. Die Berry. Es gibt nur eine Richtung für dich. Raus aus dem Wasser. Dachte ich. Gerade. Dachte ich so. Es ist gar nicht so einfach. Das Ding ist ja größer als ich. Wie ist so vieles größer als du? Das würde ich sagen. Nein, nicht wieder da rein. Ja, es loben will ich das Wasser jetzt hier nicht, das kann ich dir sagen. Ja, komm schon. Nein. Haha. Sie ist an Land gewesen. Verdammt.
schon. Wenn Warsch mit seiner Beere da hinten beschäftigt ist, sammle ich Honig hier in der Gegend rein. Ich will die doch nur am Land haben. Gar nicht so einfach hier. Und jetzt läuft sie mir in die nächste Pfütze rein. Toll, jetzt läuft sie mir noch tiefer irgendwo rein. Ich kann dir nicht mal helfen, weil das Ding ja ganz irgendwo anders an einer anderen Stelle liegt bei mir. Okay. Naja. Es liegt immer noch da, wo ich es abgeschlagen habe, das Teil. Siehst du denn, wo sie bei mir ist? Nee. Sie hat, wie gesagt, nur einen. Ach, jetzt gebe ich es auf. Jetzt mag ich auch nicht mehr. Krieg die da nicht raus. Ja, da wir jetzt schon wieder vier haben, sollen wir erstmal. Ja, ich denke, wir machen dann für heute auch. Ich würde sagen, wir gehen noch. Rome. Und dann machen wir voll Feierabend. Musst du vorgehen wieder? Ja, ich gehe vor. Ja, ich glaube, wir gehen ein Stück außen rum. Hui, Platsch. Ich habe so viel Klee unter Wasser, wie soll man denn das machen? Diese fast nur lang und breit Klee unter Wasser. Ja. Aber richtig viel Höhe. Ja. Kannst eigentlich theoretisch eine ganze Kleehütte mitmachen. Ja. Am besten ist, du sammelst ihn aus, sammelst ihn auf und verbaust ihn gleich vor Ort. Baust da ins Wasser eine Kleehütte rein. Ist auch noch safe von außen. Wenn das geht. Keine Ahnung, ich denke schon. Warum sollte es nicht gehen? Weiß ich nicht. Weil die wahrscheinlich auf dem Boot stehen muss. Gut, wenn du am Anfang. Wenn du am Anfang so ein Ding machst, so eine Brücke mit Blaupausen, dann Wasser. Könnte klappen. So eine Brücke halt erstmal Blaupausen legen, dass du halt in der Mitte kommst, wo es tiefer ist und dann davon ausbauen. Ja, da reicht dir das. Der normale Crate, oder? Ja, du brauchst ja nicht fertig bauen, du kannst ja einfach Blaupausen legen und dann daran schon platzieren. Und ich sag Blaupause an Blaupause und dann bis du in der Mitte bist und dann. Ja, das meine ich ja. Was ist denn? Keine Ahnung, was bei mir Agro war. Das weiß ich auch nicht. Zum Haus geht's aber hier lang. Ich sehe verschwommen. Weil ich halt immer diesen Gifteffekt drauf habe. Das ist genau wie bei dem einen Spiel, was wir gespielt haben, wo du auch immer einen Gifteffekt drauf hattest. Irgendwas. So. Einmal sind wir noch drin. Ja, natürlich. Wir sind wieder zu Hause. Was macht ihr hier? Nix. Warum kann ich eh nix? Ey, wir haben zwei Wassertropfen jetzt hängen. Ah, nice. Tropft ja. So. Ich habe eine Frage. Wenn die Truhe voll ist, warum kann ich da immer noch was Sachen reinballern? Ich muss mal einer beantworten. Jetzt ist sie voll. Nö, ich kann immer noch Sachen reinballern. Irgendwas ist hier buggy, ey. Mein Inventar komplett. Scheint so, ja, weil die Truhe ist voll. Snack, da ist auch was zum Essen. Mhm. Mhm.
Pollen, ja, das ist für Bienen, aber Bienen haben wir noch gar nicht gesehen. Nein, keine einzige. Kommt Pollen mal hier rein. Harz. Das geht da rein. Solch. Das geht da rein. Das geht da rein. Das geht da rein. Wie noch? Ich habe noch einen Stein dabei. Falsche Kiste. Stein hier. Das ist okay, ich kann das nicht reinpacken. Das geht dann wieder. Ich kann es zwar reinpacken, aber dann, wenn ich aus der Kiste rausgehe, ist es wieder im Inventar drin. Ah, okay. Anscheinend. Was soll die End sagen, wenn sie mitbekommen, dass ich hier gerade Parts von ihnen in die Kiste lege? Das ist auch nett, ne? So, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle, oder?